Crystal Rivers, sprunggewaltig und energiegeladen. Sie wird hier in Stuttgart gefeiert. Die Trikot Nummer 13, im Sport für sie eher eine Glückszahl. Als meine Eltern erfuhren, dass ich wahrscheinlich nicht laufen werde, so war die ärztliche Diagnose, trieb es mich eher dazu, alles machen zu wollen. Wenn ich an meine Mentalität von damals denke, ich hatte den unbändigen Drang zu springen und alles zu machen, was nur geht. Nun springt sie höher und weiter als andere. Und sie bringt Stuttgart seit 5 Jahren auf ein neues, höheres Niveau. Dabei ist die Lebensgeschichte der 28-Jährigen voller Rückschläge, Schmerzen und Narben. Dass Crystal überhaupt gehen kann, grenzt an ein medizinisches Wunder. Sportdirektorin Kim Oswald-Renkemer hat sie geholt, wissend um die erschwerenden Umstände. Auf Papier ist sie ja ein Wunder. Weil wenn man ihre Papiere liest, kann man nie, wenn man nie denkt, die ist professionelle Volleyballspielerin und die springt 1 Meter hoch und die knallt die Bälle mit über 100 Kilometer pro Stunde ins Feld rein. Das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte und ich weiß noch, wo sie hier kam, dass die Ärzte gesagt haben, geht das überhaupt? Kann die überhaupt Volleyball spielen? Und das ist einfach eine besondere Frau mit einer besonderen Geschichte und ein Ausnahmeathlet. Die US-Amerikanerin aus Alabama kommt mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Starke Verwachsungen des Rückenmarks, ein deformiertes Becken, das gebrochen und neu zusammengesetzt werden muss. Aber trotzdem hat sie nie mit dem Leben gehadert. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich nie den einen oder die schlimmsten Tage meines Lebens. Denn mein normales Leben unterscheidet sich von anderen Leben. Ja, ich hatte meine Nöte und harte Zeiten, aber denke nie an das Schlimmste. Denn ich bin daran gewachsen und sie machten mich zu dem, was ich heute bin. Einen großen Teil ihrer Kindheit verbringt Crystal in Krankenhäusern. An die 20 Operationen muss sie ertragen, bis sie halbwegs normal leben kann. Die Ärzte haben versucht, das alles irgendwie zu reparieren, um mir zumindest ein bisschen Lebensqualität zu verschaffen. Ich wurde sehr oft operiert, am Magen, am Rücken, an der Hüfte, damit ich überhaupt laufen kann, so wie die anderen Kinder, damit ich auch rennen kann und springen. Das Lustige war, ich habe einen älteren Bruder. Er hatte natürlich keine medizinischen Probleme. Ich wollte laufen und sein wie er. Er war mein erstes Vorbild, weil wir vom Alter her nahe beieinander liegen. Das hat mich wahrscheinlich vor dem Druck der anderen Kinder geschützt. Mithilfe der Eltern und des Bruders bezwingt Crystal alle Hindernisse. Sorgt im College-Volleyball für Furore. Doch das Leben hat noch mehr böse Überraschungen für sie. Ich hatte gerade einen Arzttermin wegen einer Stressreaktion in meinem Bein. Der Doktor kam und sagte, die gute Nachricht, das Bein ist in Ordnung. Die schlechte, sie haben Krebs. Er sagte das so komisch, fast beiläufig. Von dem Moment der Diagnose an gab es für mich nur noch den Vorwärtsgang. Ich fokussierte mich noch mehr auf Sport und Schule. Es gab nie den Moment, an dem ich dachte, so, das war's. Für mich war es einfach ein weiteres Hindernis. Ich war echt gesegnet, auf diese Weise den Problemen zu begegnen. Den Krebs besiegt sie mit 21, wird Volleyballprofi, landet in Europa und ist in Stuttgart voller Tatendrang und Erfolgslust. Sie braucht mehr Pause als andere Spielerinnen, besondere medizinische Staff, die sich um sie kümmert. Ihre eigenen Behandlungen, die sie nach jedem Training durchführen muss, auch auf Auswärtsfahrten, wo wir dann immer auch eine Stunde auf sie warten, ihre eigene Kabine hat, ihre eigenen Sachen machen kann. Aber es ist für uns, wie gesagt, gar keine Einschränkung, weil was sie uns bringt, ist unbezahlbar. Und natürlich haben viele angeklopft für viel mehr finanzielle Mittel. Aber Crystal weiß sehr gut, um was es geht im Leben und dass das nicht nur die Euros auf der Bank sind, sondern auch das Umfeld. Stuttgart ist zu Crystals Heimat geworden. Die nächste Saison wird ihre 6. sein.
Hier hat sie ein professionelles Netzwerk an Betreuern und eine optimale Rundumversorgung, so wie ihr Trainer. Und sie fühlt sich wohl in der Mannschaft. Kollegin, die liebere Rosa Coschello, wurde zur engen Freundin. Auch die geliebten Donuts sind in Stuttgart die besten. Das ist für meine Glücksgefühle. Die Zimtschnecken sind hier so viel besser als die zu Hause. Die sind Wahnsinn. Crystal fühlt sich von der Mannschaft geschätzt und gibt auch viel an Wertschätzung zurück. I think to actually see the real Crystal, you need some time. Like she doesn't really open up easily. Das hier ist die echte Crystal, lebensfroh und offen. Sie lässt aber die Leute nicht so schnell an sich heran. Wenn man sie aber kennenlernt, hat sie ein großes Herz, denkt an alle Menschen um sie herum, hilfsbereit und eine tolle Freundin und sehr starke Person. Also a really strong person. For me it's the right place. Hier ist der richtige Ort für mich, weil sie noch da ist. Meine Situation braucht viel mehr drumherum, mehr Betreuung. Hier finde ich alles, was ich brauche. Es macht alles einfacher. Es ist meine Komfortzone. Die Leute sind alle sehr nett und sehr warmherzig. Zweimal führt sie als Kapitänin das Team zur Meisterschaft, einmal zum Pokal. Das Double letztes Jahr mit dem Erfolgstrainer Tore Alexandersen. Nun die Playoffs. Immer wieder mit Stuttgart. Heute das Halbfinale. Für den Tabellenführer Stuttgart ist das Halbfinale gegen Dresden nur eine Zwischenstation. Und Crystal trägt wieder einen großen Teil zu dem Erfolg bei. Die meisternannte MVP. Die wertvollste Spielerin der Begegnung ist wieder auf dem Weg zum Titel. Und der Trainer? Er lässt sich eine kleine Motivationsrede nicht nehmen. Das Team um Co-Trainer Faruk Feray hat wieder einen tollen Job gemacht.